Bayern-Star über Unarm-Semikolon-Drungen. Nationalspieler Thomas Müller hat sich für eine ergebnisoffene Diskussion über mögliche Veränderungen am Spielmodus der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. Man sollte debattieren, was man optimieren kann. Denn insgesamt geht es ja auch um unser Produkt Bundesliga, sagte der Profi des FC Bayern München zu Sport 1. Es sei nicht schlecht, sich Gedanken dazu zu machen. Vielleicht sollte man auch die Fans mit ins Boot holen und fragen, wie spannend so ein Samstagnachmittag ist. Denn die Spannung im Spiel ist immer wichtig, sagte der 28-Jährige. Stefan Effenberg hatte in seiner Kolumne bei t-online.de Änderungen am Bundesliga-Modus vorgeschlagen und ein umfangreiches Konzept zur Neugestaltung des Wettbewerbs präsentiert. Der Entwurf wird seitdem viel diskutiert. Müllers Teamkollege Mats Hummels sprach sich stattdessen gegen Veränderungen aus. Ich halte ehrlich gesagt nichts davon, denn dafür haben wir ja die Bundesliga, sagte er. Es gibt ja auch den Pokalwettbewerb als völlig andere Art. Der FC Bayern führt die Tabelle der Bundesliga nach 22 Spieltagen mit 18 Punkten Vorsprung an. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare bei t-online.de finden Sie auf unserer Übersichtsseite.